Welcome back, krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WCC im Jubiläumsmodus. Wir sind noch ganz frisch dabei, aber trotzdem hat das Spiel gesagt, nach Folge 4 geht es erstmal ganz weit in die Zukunft, nämlich zu Rallye Portugal 2017. Gestern hieß es noch Rallye Finnland 1981, aber aus irgendwelchen Gründen haben wir nach Finnland nicht San Remo freigeschaltet, wo ich erstmal dachte, ja gut, ne, die teilen sich hier gerade die Jahreszahlen. Deshalb war das vielleicht ein Fehlersystem, dass das nicht richtig hintereinander freigeschaltet wurde. Aber nee, das ist einfach, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aber egal, wir gehen rein. Rallye Portugal, der Kreis der WRC-Meister. Sebastian Ogier wurde 2005 im Fahrerentdeckungs- und Trainingsprogramm Rallye... Ach du heilige Scheiße, es ist französisch. Rallye Jeunesse FFSA, abgekürzt. Das Programm hat sich bewährt, denn er wurde 2008 Junior-Weltmeister. Bei der Rallye de Portugal in der Mitte der Saison 2017 hatte er bereits 4 WRC-Fahrertitel gewonnen. Am Steuer seines Ford Fiestas WRC war Sebastian Ogier fest entschlossen, seinen kometenhaften Aufstieg fortzusetzen. Ja, dann rein in den Klumpen. Portugal, warum muss es denn immer... Ach, Portugal, ich weiß ja nicht. Das wird gleich richtig schlimm werden. Obwohl, nee, wir sind im Jubiläumsmodus. Hier wird nichts schlimm. Alles, was schlimm wird, wird drastisch rausgekattet. Neu gestartet. Und davor noch die Tränen weggewischt. 6 Minuten 38 müssen wir schlagen. Das sollten wir hinkriegen. Klarer Himmel. Es ist Aganil. Oh, mein Lieblingsdorf. Ich hasse es. Aber wir fahren rückwärts. Aganil rückwärts. Sprich, alles wird Gegenteil genommen. Statt Nebel haben wir Sonne. Statt Nacht haben wir Tag. Und statt Skill haben wir... Skill. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. Gott, was ist denn das für eine Beschleunigung? Oh Gott. Ah, wir haben Grip. Ah, das ist mir jetzt schon zu schnell. Dann kommen die zwei Dreier jetzt. Oh, Wahnsinn. In rechts 3 Verengung und rechts 4 Kurzbremsen. In H-Nadel links schneiden über Asphalt. Rechts 2 lang über Schotter. Oh, Wahnsinn. Das ist wirklich gefühlt zu schnell. Lack rettet. Über Asphalt. Achtung, Bremsen links 2 macht zu in scharf links. Hier ist schon das Dorf. Rechts 1. Und scharf links macht auf in rechts 4 lang über Schotter. Und links 3 in links 4. Rechts 5 macht zu in links 6. Und Achtung, scharf bremsen, scharf rechts, Überbrücke in rechts 1 kurz. Und links 5 in rechts 6. In links 4 macht zu 50, Überkuppe.
links 4, mach zu in rechts 3, in links 3, in rechts 4, nicht schneiden, 120. Links 3 kurz, in rechts 4 kurz, 80. Achtung, rechts 1, in links 5 Verengung, 80. Rechts 5 lang und links 4. In rechts 5 mittel, in links 4, mach zu. In rechts 4, in links 3, mach zu, 1 kurz, 200. Rechts 600 und eben. Oh Wahnsinn, oh Wahnsinn, Wahnsinn. Ich kann mir hier echt nichts zu sagen, das ist wild schnell gerade. Rechts 5 mittel und links unangenehm 6 schnell. Und rechts 4, 80. Links 4, Fels innen, scharf bremsen, in scharfer Haarnadel rechts schneiden. Und rechts 5 und links 5 mittel. Links 6 über Kuppe in rechts 5. Das war heikel. Und links 5 mittel macht zu in Bodenwellen. In rechts 4 und Kuppe mittig halten 30. Oh Gott. Rechts 4, fucking Fels. Jetzt sollten die Reifen warm sein. Rechts 4 innen halten über Kuppe 50. Links 5 macht zu, Verengung 80. Rechts 5 scharf bremsen, in scharf links nicht schneiden. Und rechts 4 kurz, in links 1 und rechts voll 50. Links 5 in rechts 4, 80. Ich habe gerade echt Schwierigkeiten, die Strecke zu sehen, weil alles wackelt. In rechts 3. In links 3 mach zu, in rechts 3 nicht schneiden. In links 4 kurz, 80. Links 5 Verengung, in rechts 4 innen halten. Und links 3 in rechts 5 innen halten. Links 4 kurz und rechts 5 über Kuppe mittig halten. In rechts 4, in links 4 kurz. Nein, 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 geht, zählt noch, zählt noch. 80. Rechts 4 leicht schneiden und links 3 innen halten, nicht schneiden, 80. Rechts 3 leicht schneiden, eng und links 4 kurz. In Achtung, rechts 4 kurz scharf bremsen für rechts 1, 30. Rechts 4 kurz in links 5 Verengung und scharf bremsen, scharfe Haarnadel links über Asphalt 70 und ziehe. Oh mein Gott. Oh, 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 Wahnsinn. Ich bin fix und fertig. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe also vor einer halben Stunde noch das letzte Video aufgenommen mit dem Fiat Abarth, mit dem Fiat, ne, 130er Abarth, und jetzt das. Ich springe vom Jahre 1981 direkt rein in 2017. Oh Wahnsinn, das war aber. Ist dieses Auto schneller als mein WRC1 2021er Private Team Auto? Irgendwie kam mir dieses Auto gerade schneller vor, aber es könnte auch sein, weil ich halt, ne, die letzten Tage nur diese alten Kutschen gefahren bin, dass das ja einfach sich angefühlt hat wie Warp-Geschwindigkeit. Warp ist doch eine schnelle. Warp-Geschwindigkeit hört sich irgendwie langsam an, aber ich glaube, das ist die schnelle Geschwindigkeit in Star Trek. Ich kenne mich mit Star Trek fast null aus. Ich sage nur, Gandalf, beam mich hoch. Obacht, noch ein kleines Replay-Schmankerle. Ich sage hier immer, das Dorf hasst mich und ich hasse das Dorf. Und
Ja, es wird auch weiterhin so bleiben, aber Obacht. Ich glaube, ich habe das Dorf vielleicht ein bisschen angebrochen. Guckt euch mal diese smoothe Handbremskurve an. Das war Schmacko. Das war Schmackofatz. Ja, die 100 Öcken nehme ich in den Tasche. Fuck, was war das gerade für eine Zeit? Oh no, ich wollte mir die Zeit nochmal angucken, denn wir sind ja mit dem Walter Röhr Mobil, mit dem 1980er, glaube ich, mit dem 1980er, oder nee, was war das, 78er? Was war das für ein Moped? Ein Fiat? Fiat 5, nee, war das, nee, es war kein Fiat. Also Opel Ascona war das, das war ein Opel Ascona. Mit denen sind wir bei der gleichen Etappe, aber halt, also halt rückwärts. Wir sind rückwärts gefahren und mit dem Fiat, nee, mit dem Opel war es halt richtig rum. Und da sind wir in der 6 Minuten 49,6 gefahren oder aufgerundet 49,7. Deshalb wollte ich mir eigentlich jetzt mal die Zeit angucken, um sie zu vergleichen. Aber wie wir sehen, hat das nicht geklappt. Shit. So, aber was hat jetzt der letzte Text zu erzählen? Der Kreis der WRC-Meister. 2017 wurde Sebastian Ogier zum 5. Mal in Folge Rallye-Weltmeister. By the way, vor 2017 ist er mit dem VW Polo gefahren. Was, das, ein Rallye-Auto, was leider zu schnell wieder wegging. Das fand ich in der WRC1-Kategorie einfach so Ultrabombe. Aber egal, weiter geht's. Wo war ich? Ich habe keine Ahnung. Doch, da. Damit übertraf er die Rekorde von Tommy Mäkinen und Juha Kankkunen. Hört sich finnisch an. Und näherte sich den Erfolgen von Sebastian Loeb. Ich habe schon mal gesagt, wenn du den Namen Sebastian trägst, dann hast du eigentlich gute Chancen für Rallye-Sport. Sebastian Loeb, Sebastian Ogier und es sind beides Franzosen. Okay, man muss Franzose sein und Sebastian heißen. Das ist ein Erfolgsrezept. Da Ford in dieser Saison nicht offiziell gemeldet war, ging der Herstellertitel an Ogiers Privatteam M-Sport, World Rally Team. M-Sport, die auch in der Karriere eine ganze Zeit lang in einer guten Streak hintereinander immer vor uns gestartet sind. Jetzt ist aber die Frage, was haben wir jetzt freigeschaltet? Hier haben wir nix. Hier haben wir nix. Hier haben wir nix. 1984 Monte Carlo haben wir freigeschaltet. Sanremo immer noch nicht. Übrigens, kurz mal nachgucken, es war 1980. Also mein erster Guess war richtig mit Walter Röhr und dann habe ich mich verbessert, quasi verschlimmbessert. Man kennt's, man immer bei der ersten Meinung bleibt. Dann klappt's auch, oder beim ersten Tipp. Nun, ja dann, Leute, morgen. Rallye Monte Carlo. Eine Erfolgsgeschichte durch und durch bei mir. Es wird ein Hit. Von daher, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da. Ich bin aber raus, haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.